Wir sind beim Warm-up. Wir wollen 10 Minuten, 4 Übungen, schön konstant durcharbeiten. Unsere ersten Übungen sind die Jumping Jacks. Für die Jumping Jacks hüftbreit starten und wir wollen einen Sprung nach außen tätigen und gleichzeitig die Arme über den Kopf nehmen. Kennt ihr alles? Hampelmann auf Deutsch und hier 20 Wiederholungen. Schaut, dass die Hände die Hüfte berühren oder die Oberschenkel Außenseite und über den Kopf. Simple Geschichte. Macht ein bisschen leise, falls ihr das zu Hause macht, dass euer Nachbar nicht wach wird oder sich beschwert. Dann die zweite Übung, Flutter Kicks. Wir haben eine Rücklage, die Hände unter das Gesäß, die Beine sind gestreckt vom Boden gelöst und dann könnt ihr unterschiedlich große Bewegungen machen, auch für 20 Wiederholungen, die Schulter vom Boden lösen und die haben eine schöne Hüft- und Bauchaktivierung. Ja? 20 Wiederholungen geht schnell. Als nächstes eine der wichtigsten Übungen, sollte man immer wieder üben, weil auch die Kniebeuge, der Airsquat. Hüft-Schulter-breiter Stand, eine Position finden, in der ihr euch wohlfühlt. Ja? Nichts erzwingen und dann geht's in die Hocke. Und zwar, wir schauen uns ein, zwei Wiederholungen von vorne an. Und von der Seite. Versucht den Oberkörper so aufrecht wie möglich zu halten. Ja, geht nur so tief, wie ihr die Spannung im Rücken halten könnt. Ja, davon wollen wir 10 Wiederholungen machen. Eine Alternative wäre hier auch, wer sich noch nicht so sicher fühlt, eine Kniebeuge zum Stuhl. Stellt euch einen Stuhl hinter euch, setzt euch auf den Stuhl, steht von dem Stuhl wieder auf. Wäre ein guter Start. Ja, auch 10 Wiederholungen. Und zum Schluss, seitlich, genau, wir wollen hier in der sitzenden Position, gestreckte Beine vor uns, die Hände rechts und links am Knie oder vor dem Knie und dann einzeln für 10 Wiederholungen die Beine anheben. Wichtig ist, dass die Schulter hier in Position bleibt und ihr euch beim Bein anheben nicht nach hinten lehnt. Ja, wir wollen hier maximale Kompression in der Hüfte haben, Bauch wieder erneut die Hüftbeuge mit aktivieren. Das Ganze jetzt weiter. Wir machen nochmal eine Runde ohne Kommentar. 20, 20, 10, 10. Schaut euch das nochmal an und dann macht ihr die restlichen 10 Minuten allein für euch weiter. 20 Jumping Jacks. Flutterkicks, wenn wir die haben, da schauen wir uns das gleich nochmal an. Führen legt sich so hin, dass ihr das schön von der Seite sehen könnt. Und hier immer nur eine Seite zählen, immer nur das rechte Bein oben. 1, 2, 3, 4, ja? Station 2 für 20, dann geht es weiter mit der Kniebeuge. Und hier geht ihr euer Tempo. Wenn ihr merkt, okay, die Position passt noch nicht, ihr fühlt euch noch nicht wirklich wohl in der tiefen Position, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Könnt gleich mal sitzen. Genau. Und ihr könnt auch noch euch entspannen, die Knie nach außen drücken, nehmt die Oberschenkel bzw. die Ellenbogen in die Oberschenkelinnenseite, drückt die Knie ein bisschen nach außen. So dass ihr in der Hüfte ein bisschen mobiler werdet, ein bisschen hin und her wackeln, das Gewicht verlagern und all das hilft, um besser in die Position zu kommen. Und dann haben wir wieder unsere Leg Lifts. Das ist wirklich eine schwere Übung. Sieht relativ leicht aus, aber ihr werdet merken, so einfach ist das Ganze gar nicht. Der eine oder andere bekommt vielleicht einen Krampf von der Oberschenkelvorderseite. Dann ein bisschen den Bewegungsumfang reduzieren oder einfach euch ein bisschen mehr Pause gönnen. Bauch entspannen und
Okay. Beende das Ganze noch für die restliche Zeit. Wir sehen uns gleich im Workout. Wir kümmern uns um die Vorbereitung. Wir schauen uns jetzt nochmal die einzelnen Übungen an. Und zwar die erste Übung im Workout sind die Hip Touches. Dafür gehen wir in die gleiche Position wie beim Side Plank. Füße gern übereinander, alles gestreckt, das ist unsere Startposition. Dann wollen wir versuchen, mit der Hüfte den Bodenkontakt aufzunehmen und wieder zurück in die Ausgangsposition. Ja? Auch wieder so eine typische Übung, sieht einfach aus, aber bitte keine Beschwerden, wenn wir morgen starke Muskelkater haben. Okay, teilt euch das ein, wir wollen 10 Wiederholungen pro Seite machen, 20 in Summe, bevor wir zur nächsten Übung gehen. Für die nächste Übung wollen wir einbeinige Kniebeuge ausführen. Da haben wir verschiedene Varianten. Die erste Übung ist der Ausfallschritt nach hinten, Reverse Lunges. Okay. Hüftbreiter Stand und dann einen Schritt nach hinten. Wenn ihr den Schritt nach hinten setzt und das hintere Knie leicht am Boden ablegt, nur touchieren, dann auch weiterhin aufrecht im Oberkörper bleiben. Ja, nicht nach vorn ausweichen. Über das vordere Bein wieder aufstehen und davon 20 Wiederholungen. Variante 2 ist der Pistol. Auch einbeinig, aber schon deutlich anspruchsvoller. Wir zeigen hier die Variante zu einem Objekt. Das kann euer Stuhl sein, Couch, was auch immer. Ja, oder vielleicht sogar ohne. Jetzt im Beispiel hier zur Box. Gleicher Bewegungsablauf wie bei einer beidbeinigen Kniebeuge. Ja, das Gesäß geht nach hinten, wie ihr euch normalerweise auch auf den Stuhl setzt. Das andere Bein geht nach vorn raus als Kontergewicht. So sah das Ganze von der Seite aus. Wir schauen uns das nochmal von vorn an. Achtet darauf, dass das Bein, jetzt schauen wir es uns an, dass das Knie über dem Fuß steht und nicht nach innen ausweicht. Ja? Nehmt euch Zeit, dass ihr die Position sauber halten könnt und dann sollte das passen. Auch hier könnt ihr mit der Höhe spielen. Ja? Je tiefer ihr euch setzt, desto schwerer wird das. Wenn ihr eine Piste schon bereits könnt, ganz klar, dann ohne die Erhöhung macht ihr das frei. Also, hier nochmal das Workout. 20 Wiederholungen Hip Raises. 10 pro Seite und 20 Lunges oder Pistols. Wir zählen rechts, links, 1, 2, 3, 4, bis ihr bei 20 seid. Okay? Wir bereiten uns jetzt noch vor und dann geht's direkt mit dem Workout los. Ja. Thank you.
10 Minuten, trotzdem anstrengend. Ich denke, da war wieder viel für den Rumpf dabei. Darum kümmern wir uns jetzt auch, dass er wieder ein bisschen entspannt, die seitliche Bauchmuskulatur. Dafür geht ihr bitte in den Kretschsitz. Wenn wir in den Kretschsitz sind, versuchen wir über den Kopf, über die Körpermitte uns zur Seite zum gegenüberliegenden Fuß zu ziehen. Okay? Das heißt, wir haben jetzt hier auf der Seite die Dehnung. Zeigen wir es mal ganz kurz auf der anderen Seite, dass ihr das besser sehen könnt. Also wichtig ist, dass ihr hier über die Körpermitte geht, hier die Dehnung spürt und die Position bis zu einer Minute haltet. Okay. Wir geben Björn mal noch 20 Sekunden und dann zeigen wir euch die zweite Übung. Okay. Beide Seiten jeweils für bis zu einer Minute. Übung 2 ist der Couch Stretch. Den machen wir jetzt an der Stelle mal erhöht. Wir haben schon die Box bzw. unseren Stuhl noch vom Workout draußen. Wir legen den Spann auf und beugen das Knie. Aus dieser Position resultiert hier eine starke Dehnung im Oberschenkel, Oberschenkelvorderseite und Hüfte. Ja? Wenn das zu anstrengend ist zu halten, ihr könnt euch gerne noch vorne an einem anderen Stuhl aufstützen. Versucht dann trotzdem noch gerade zu bleiben, ja? Dass wir hier schön in dem Bereich die Dehnung auch spüren, halten. Und hier könnt ihr es gerne ein bisschen übertreiben, bis zu 2 Minuten die Position halten. Ja? Wer jetzt eine tiefere Auflage hat oder das Ganze an der Wand macht, der hat das Knie am Boden, ist noch ein bisschen entspannter, als jetzt hier so aktiv in der Position zu sitzen, wie Björn das macht. Björn macht nochmal die andere Seite. Ja. Und ihr nehmt euch einfach euer Handy, einen Timer, irgendwas und macht euch einen schönen Track an. Nutzt die nächsten 6 bis 10 Minuten, rotiert dann 2 Mal durch und bringt den Körper wieder auf Vordermann. Ja, war heute nicht so lang das Workout, aber definitiv wieder anstrengend. Für diejenigen, die jetzt uns schon die ganze Woche gefolgt sind, ja, denkt bitte daran, wir wollen nicht jeden Tag immer alles machen, was wir euch anbieten. Nehmt euch auch mal einen Tag Pause. Geht mal raus, spazieren, solange wir es noch können. Hoffentlich bleibt das so. Und regeneriert einfach auch mal einen Tag. Ja? Nicht jeden Tag trainieren. Regeneration ist wichtig. Und dann haben wir auch wieder Kraft für die nächste Einheit. Alles klar? Ja. Danke dir, Björn. Gerne. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Ciao. Sonntag. 25. Wir müssen übrigens an der Stelle nicht nochmal Hallo sagen. Ne? Wir sagen immer Hallo. Tschüss. Hi. Ciao. Bis jetzt im Kulda. Hi. Hallo, Sonntag, 25. Hallo, Sonntag, der 22. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Oh. Bereit? Machen wir jetzt alterniert die Leglift. Um 2 Sekunden, 1, 2, 9, 10. Ja, ich mache doch deutlich durch. Du siehst doch ganz schön verpennt aus. Ja, gerade muss ich umgehen. Oh. Du hast gerade einen Kaffee, Bruder. Ja, aber der schlägt da doch gar nicht an. Doch, das ist ein heißer Kopfschlag. Ich mach so. Ja, aber... Einmal nicht gut, wir haben endlich geklärt, was wir machen wollen. Jetzt geht's weiter. Schönen guten Tag, es ist Sonntag, der 22.2022. Wir sind... Je nachdem, wie lange es war. Wir sind immer noch in Quarantäne.